Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Donnerstag, dem 21. September. Guten Morgen am Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder 10 Technik-News vorbereitet. Es geht um Google, Nest, OnePlus 5, Amazon, Intel, Microsoft und Pokémon Go. Wir beginnen bei jede Menge Gerüchte rund um Google. Die wollen am 4. Oktober ein Event abhalten und dort neue Produkte vorstellen. Rund um diese Produkte gibt es schon sehr, sehr viele Gerüchte, die auch schon sehr, ja, sagen wir mal, vertrauenswürdig sind. Dementsprechend beginnen wir mit dem Google Pixel 2 XL. Das soll von LG gefertigt werden, mit Android 8.1 Oreo auf den Markt kommen. Insgesamt soll es zwei Farben geben, weiß und schwarz, zwei Speichergrößen, 64 und 128 GB. Dafür gibt es 4 GB RAM und ein Display mit 5,99 Zoll und einer 1440er Auflösung. Ein kleineres Modell mit fast 5 Zoll und 1080p soll es ebenfalls geben. Was die Preise betrifft, da wird es eher happig. Das teurere Modell soll 949 Euro kosten. Wir kommen zum Gerücht rund um das Pixelbook. Google möchte auch wieder ein eigenes neues Notebook bauen. Das soll auf den Namen Pixelbook lauten. Wird wieder ein eher höherpreisiges Modell. Die 128 GB Ausführung soll bei 1200 Dollar liegen. Die 512 GB Variante bei 1749 Dollar. Allzu viel wissen tut man noch nicht. Dürfte ein sehr schmales, sehr interessantes Gerät sein. Wieder allerdings mit Chrome OS. Einen Touchscreen soll es bekommen und zusätzlich soll es einen eigenen Stift geben, den Pixelbook Pen, der dann nochmal mit 99 US-Dollar separat erhältlich sein wird. Ein wesentlich interessanteres Gerücht meiner Meinung nach, wir kommen zum Google Home Mini. Google nimmt Angriff quasi auf den Amazon Echo Dot, dementsprechend sollen auch ein kleiner Google Home kommen, der soll 49 Dollar kosten, erhältlich in den Farben Schwarz, Rot und Silber. Wir kommen zu Nest, dort gibt es mehr als Gerüchte, da gibt es tatsächlich konkrete Produktvorstellungen. Nest hat heute sehr viel vorgestellt, grundsätzlich gibt es mal vor allem eine neue Kamera, eine wesentlich kleinere. Dann gibt es neue Sicherheitssensoren, also quasi Sensoren, die man an Fenstern und Türen und derlei Dingen anbringen kann, um quasi zu messen, dass das Ganze, ja, ob irgendwelche Öffnungen passiert sind. Es gibt eine neue Smart-Klingel und einen neuen Hub, wo man quasi mit eigenen NFC-Chips oder aber auch per Spracheingabe zum Beispiel quasi die Alarmanlage an- und abschalten kann. Die Außenkamera geht bereits heute in die Vorbestellungen, die wird 380 Euro kosten. Ansonsten gibt es verschiedene Geräte und Bundles quasi, mit denen man, ja, seine eigene Heimanlage quasi verstärken kann. Die beginnen teilweise schon recht günstig bei 25 Euro, das ist der nächste Preis für einen dieser Tags. Und rauf geht es dann, ja, mit irgendwie Schloss- und Autokamera bis hin zu Packs, die irgendwie für 600 Dollar angeboten werden. Wir kommen zum OnePlus 5 und dort wird es wieder eine neue Special Edition geben, in Kooperation mit einem französischen Modehersteller. Ich weiß nicht, wie man den Herrn genau ausspricht, ich kann auch kein Französisch, der wäre der Achim der Richtigere. Castel Bayac schreibt man das Ganze. Verkauft werden soll das Gerät bereits in Kürze auf zwei Pop-Up-Events in Paris und London. Am 29. September soll es soweit sein in London, am 22. September in Paris im Modehaus Colette. Wir kommen zu Amazon und dort gibt es Gerüchte, dass Amazon angeblich an eigenen Smart Glasses arbeitet. The Verge soll das bereits erfahren haben. Angeblich ist das ein langfristiger Plan. Bereits 2014 hat Amazon entsprechend das Personal eingestellt, um so eine Brille auch entwickeln zu können. Wir bleiben bei Amazon, kommen zu Amazon Flex. Was ist das? Das ist im Endeffekt quasi ein Uber für Lieferfahrer. Das gibt es teilweise schon, jetzt will man angeblich auch in Deutschland starten. Angeblich gab es auch schon passende Stellenausschreibungen, die bereits wieder verschwunden sind. Im Endeffekt möchte man quasi private Auslieferer und Privatautos dafür nutzen, um Produkte und Lieferungen eben noch schneller an den Ort des Geschehens zu bringen, quasi also zu euch zu bringen. Ja, mal schauen, ob das Ganze startet. Grundsätzlich sind solche Aktionen in den deutschsprachigen Raum ja generell immer ein bisschen schwieriger. Wir kommen zu Intel und die verschieben leider wieder ihren Cannon Lake Prozessor. Was bedeutet das jetzt? Der Prozessor hat dann im unterm Strich mindestens 1,5 Jahre Verspätung, wenn sie den neuen Termin halten. Blöd vor allem für Hochleistungsnotebooks, zum Beispiel das MacBook Pro. Der aktuelle Prozessor ist zum Beispiel der Grund, warum dort maximal nur 16 GB verbaut werden an RAM. Der neue Prozessor könnte immerhin 32 GB schlucken. Das Problem ist nur eben, dieser Prozessor wird immer mehr und mehr verschoben.
passend zu diesen Themen gehen dann auch immer sofort die News hoch und die Gerüchte, dass Apple vielleicht eigene Prozessoren bauen könnte. So weit weg wirkt die Idee nicht. Der A11 Bionic Prozessor ist in den ersten Benchmarks ja schon sehr, sehr, sehr gut gewesen. Das ist der Prozessor, der in den neuen iPhones zum Einsatz kommt. Der liefert teilweise unter gewissen Bedingungen ja schon mehr Leistung als die Prozessoren in MacBook Pros. Dementsprechend wäre die Entwicklung eines eigenen Prozessors ja vielleicht tatsächlich naheliegend. Wir kommen zu Microsoft und dort eine kleine Spiele-News. Die Vorbestellungen für die Xbox One X haben gestartet. Jetzt habt ihr von mir Ende August schon gehört, dass die Vorbestellung für die Xbox One X ja bereits gestartet hat. Ja, aber das betraf die limitierte Scorpio Edition. Diese Limitierung ist erreicht. Die Konsole war dann nicht mehr erhältlich. Heute hat dann quasi die Vorbestellung für die komplett normale Konsole begonnen. Wir schließen wieder mit einer Game News, kommen zu Pokémon Go. Dort wird es ein neues Event geben, das Sommer-Sonnenwend-Event. Da geht es quasi vom 22. September bis 2. Oktober los. Ja, wie immer gibt es halt ja, mehr Belohnungen, mehr Inhalte irgendwie bei Pokestops. Es wird Pokestops geben, wo man auch 2 Kilometer abgreifen kann und höhere Chancen auf die Pokémon Chanera, Voltilam, Larvitar und ja, andere. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.